Der Duisburger Arbeitsmarkt darf wieder etwas aufatmen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist im September die Zahl der Arbeitslosen wieder gesunken. Im Vergleich zum Vormonat sank jetzt die Zahl um 372 Personen. Aktuell sind in Summe rund 33.440 Duisburger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,9%. Anders sieht die Entwicklung bei Langzeitarbeitslosen aus. Im Vergleich zum August gab es im September 311 Langzeitarbeitslose mehr in Duisburg. Der aktuelle Wert befindet sich um rund 1.900 Personen oder um mehr als 17% über dem Vorjahreswert. Auch im Kreis Wesel ist die Arbeitslosigkeit gesunken. 573 Menschen mehr sind seit September in Arbeit. Der Landesbetrieb Straßen NRW wird ab 2021 die Zuständigkeit für die Autobahnen auf den Bund übertragen. Im Januar übernimmt die Autobahn GmbH die Planung, den Bau und die Wartung in Berlin. Hendrik Wüst stellte den Zuständigkeitswechsel am Mittwoch in Duisburg vor. Die Planungen für den Übertrag sind in vollem Gange. Ja, wir arbeiten schon beim Übergang. Da geht es ja auch um über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr eng und vertrauensvoll mit dem Bund und seiner Autobahngesellschaft zusammen. Und das muss man auch in Zukunft fortsetzen. Denn die Menschen sollen ja möglichst nichts davon merken, dass die Zuständigkeit sich ändert. Und da haben wir ein großes Interesse daran, dass die Autobahngesellschaft da gut ihre Arbeit machen kann. Das Ziel ist, schneller planen und bauen zu können. Aus diesem Grund werden in ganz Deutschland Niederlassungen entstehen. Diese sind für das operative Geschäft vor Ort zuständig und treffen eigenständig Entscheidungen. Das Coronavirus ist in Duisburg weiter auf dem Vormarsch. Die Stadt meldete innerhalb eines Tages 21 Neuinfektionen. Damit stieg die Summe der bislang gemeldeten Corona-Fälle auf insgesamt 2818 an. 170 Duisburger gelten nach Abzug der Genesenen und an den Folgen des Virus Verstorbenen als akut infiziert. Das ist ein Fall mehr als noch am Montagabend. Das Gesundheitsamt hat bislang rund 51.200 Duisburger auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Ab Oktober können sich Azubis und junge Beschäftigte in Duisburg zu Nachwuchsbetriebsräten wählen lassen. Noch bis Ende November laufen die Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen, kurz JAV. Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es in Duisburg aktuell rund 9.700 Auszubildende. Eine Interessensvertretung kann wählen, wer in einem Betrieb arbeitet, der mindestens 5 Jugendliche oder Azubis und bereits einen Betriebsrat hat. Stimmberechtigt sind alle Beschäftigten unter 18 Jahren, ebenso wie Mitarbeiter unter 25, die eine Ausbildung machen. Startschuss für die Anmeldung zum nächsten Rhein-Ruhr-Marathon. Am 1. Oktober startet die Meldephase für den Traditionslauf in 2021. Frühbucher dürfen sich auf einen Rabatt freuen. Bis zum 31. Oktober reichen 40 Euro, um beim Rhein-Ruhr-Marathon an den Start gehen zu dürfen. Eine Last-Minute-Meldung am Wettkampftag kostet beispielsweise 75 Euro. Alle Informationen zum 38. Rhein-Ruhr-Marathon am 6. Juni 2021 gibt es online. Der Herbst zieht in Duisburg weiter seine Kreise. Der Donnerstag zeigt sich grau und auch nass. Sonne gibt es morgen keine. Ab dem Nachmittag kommt Regen vom Himmel. Das Thermometer schafft es auf bis zu 18 Grad. Am Freitag bleibt es voraussichtlich trocken, die Wolken bleiben aber. Nur am Vormittag gibt es ein wenig Sonne. Die Werte kommen auf maximal 19 Grad. Das Wochenende startet am Samstag regnerisch. Immer wieder ist mit leichten Schauern zu rechnen. Erst am Abend kommt die Sonne mal kurz durch. Dazu gibt es Höchstwerte von 16 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, die Duisburger Ordnungshüter blitzen morgen unter anderem auf der Mülheimer Straße in Düssern und auf der Sophienstraße in Neumühl. Dazu behindern Baustellen vielerorts den fließenden Verkehr. In Mittelmeiderich ist wegen Arbeiten an der Fahrbahn die Schnürernstraße derzeit gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Straße auf dem Damm und der Stolzestraße. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 7. Oktober. Und in Baal sorgen Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen für Behinderungen auf der Heesbergstraße. Eine Vollsperrung im Bereich zwischen Schulstraße und Ginsterweg ist aktuell die Folge. Ende Oktober soll der Weg hier wieder frei sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.